Achtsamkeit loslassen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Loslassen. Es gibt viele Dinge, die wir im Leben loslassen könnten, sollten, das, was uns gut tut. Da gehört es zum Beispiel auch dazu, mal ein bisschen minimalistischer zu leben, mal den Kleiderschrank ein bisschen auszusortieren oder überhaupt mal Schränke auszusortieren, weil das sind alles Dinge, Gegenstände, die Energie rauben, die uns Energie kosten. Aber heute geht es ja insbesondere um das Thema Achtsamkeit und da möchte ich dich dazu einladen, mal so Gedankenmuster loszulassen, die dich ja auch ein Stück weit gefangen halten. Und da gebe ich ja jetzt mal ganz schnell so ein paar Beispiele dafür, wie wir mit unserer Denke immer so einen Druck, so einen Zwang aufbauen. Ich muss dies oder jenes. Mal als Beispiel, ich muss mich gesünder ernähren. Oder ich muss morgens früher aufstehen, um Sport zu treiben. Oder ich darf nicht schwach sein, ich muss immer Stärke zeigen. So gibt's ja, so hat ja jeder von uns so seine eigenen Sätze, mit denen er quasi, ja, mit denen er oder sie, mit denen wir selbst über uns so einen Druck, so einen Zwang ausüben. Und da möchte ich dich mal dazu einladen, mal solche Sätze, die bei dir so als Glaubenssätze verankert sind, am besten machst du das mal mit einer Übung, mit einem Blatt Papier, damit du mal so ein paar Sätze hast, dir deine eigenen Sätze da mal bewusst machst und die dann einfach mal umwandelst, damit du einfach so für die Zukunft, für die nächsten Tage so ein bisschen ein Handling hast. Also mal Beispiel bei dem Satz, ich muss mich gesünder ernähren. Allein schon dieses Wörtchen muss, das führt ja schon zu dem Gefühl Druck und Zwang. Wenn du diesen Satz änderst in ich darf, wenn ich möchte, mich gesünder ernähren, fühl mal hinein in den Satz, ich muss mich gesünder ernähren und ich darf, wenn ich möchte, mich gesünder ernähren. Da kommt schon automatisch Leichtigkeit auf und das ist wie so ein inneres Navigationssystem, das kann frei fließen, da ist kein Druck da, da wirst du automatisch schon mehr ein Faible für gesündere Produkte und Lebensmittel haben. Und als nächster Satz noch dem Beispiel, ich darf nicht schwach sein. Ich muss immer stark sein, ich muss immer so meine Fassade hier wahren, dass ich die starke Frau, der starke Mann, die starke Persönlichkeit bin. Und den kannst du umwandeln in, ich darf mir auch erlauben, mal Schwäche zu zeigen. Fühl auch da mal hinein, wie gut sich das anfühlt, ich darf mir mal erlauben, auch Schwäche zu sein. Auch Schwäche zu zeigen. Einfach mal zu sein, so wie ich bin. Und so bin ich vollkommen in Ordnung, so bin ich ein wunderbarer Mensch, so bin ich eine wunderbare Frau, so bin ich ein wunderbarer Mann. Und der andere Satz noch als Beispiel, ich kann nicht jeden Tag früher aufstehen, um Sport zu treiben. Den kannst du zum Beispiel umwandeln in den Satz, ich möchte lernen, wie es sich anfühlt oder ich möchte lernen zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man den Tag morgens mit ein wenig Sport beginnt, wie sich das für meinen Körper anfühlt. Und auch da ist schon mal gleich Leichtigkeit drin. Also da geht jeder jeglicher Druck und Zwang geht da raus, du lässt los, du lässt es frei fließen und wirst da automatisch Energie aufbringen wollen auch, um diese Dinge in dein Leben zu integrieren. Also abschließend, geh mit dem Video nochmal zurück, hol dir nochmal die drei Sätze, die ich dir als Beispiel genannt habe und wie wir sie einfach auch umgewandelt haben und nimm dir mal ein bisschen Zeit und such mal so deine eigenen Sätze, deine Muss-Sätze, die du gerne loslassen möchtest, wo du die Energie gerne freier fließen lassen möchtest, wo du gerne achtsamer dein Leben gestalten möchtest und wandel die dann eben entsprechend um, formulier das auch gerne schon mal schriftlich so und dann hast du das parat. Wenn das nächste Mal so der Gedanke dann durch den Kopf schießt, kannst du es einfach eben umwandeln. Nochmal, die Anfangssätze, ich muss, werden umgewandelt in ich kann, wenn ich möchte und der Satz, ich darf nicht, wird umgewandelt, ich darf mir erlauben, wenn ich möchte oder ich erlaube mir und der Satz, ich kann nicht, Anfang, also dieser Satz Anfang, der wird umgewandelt in ich möchte lernen oder ich möchte erfahren, wie es ist und so weiter. Also damit hast du jetzt eine wunderbare Anleitung,
diesen Druck, diesen Zwang, der dich umgibt aufgrund deiner Muster und Prägungen und Themen, die in dir drin sind, dich in der Hinrichtung, dich in der Hinsicht in der Achtsamkeit zu üben, dass du da loslässt und dass du das Ganze einfach umformulierst und somit ja, mehr Achtsamkeit in dein Leben lässt, weil die Energie da einfach frei fließen kann. Das war's auch für heute schon. Ganz lieben Dank für dein Dabeisein, für dein Interesse. Bis zum nächsten Video. Sag tschüss, deine Irmgard. Ciao, ciao.